Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen aus Münster. Es grüßt Sie der Uwe Rotermund zu dem Webinar „Das Leitbild als strategischer Kompass in einem selbstorganisierten Unternehmen“, ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Also, ich möchte mich gleich kurz vorstellen. Ich möchte gleich dann wird sich auch der Claudio vorstellen, mein Kooperationspartner, mit dem ich gemeinsam dieses Webinar veranstalte. Aber er kann über sich selbst viel besser reden als ich. Also von daher fange ich mit mir bzw. mit unserem Unternehmen an. Viele werden uns kennen, für die, die uns noch nicht so gut kennen, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir sitzen in Münster, sind eine IT- und Managementberatung und haben 115 festangestellte Mitarbeiter, werden regelmäßig als exzellente Arbeitgeber ausgezeichnet, begeistern unsere Kunden nachweislich und ich führe das Unternehmen als Mehrheitsgesellschafter seit nunmehr fast 25 Jahren. Unsere Geschäftsfelder sind rund um Digitalisierung. Wir nennen uns auch gerne digitale Optimisten. Wir beschäftigen uns mit IT-Strategien, mit IT-Sourcing, Insourcing, Outsourcing. Wir beschäftigen uns viel mit IT-Technologie, mit SAP, mit BI, mit HR-Systemen, Digitalisierung von Personalarbeit. Und last but not least, das ist mein besonderes Steckenpferd in dem Bereich, bin ich auch selbst viel tätig und unterwegs mit dem Thema Culture Change Management. Da stecken zwei Begriffe drin. Das Thema Change Management und das Thema Culture Change. Das heißt, es geht darum, eine Kultur zu schaffen, die zum Wohl des Unternehmens, aber auch ganz besonders zum Wohl der Mitarbeiter und des ganzen Business-Ökosystems ist. Wenn wir da ein bisschen uns weiter reindrehen, die Mission von unserem Geschäftsfeld Culture Change Management ist, Arbeit in Organisationen attraktiv und erfolgreich zu gestalten. Und das ist schon ein kleiner Vorgeschmack auf das Thema Leitbild. Denn unsere Geschäftsfelder, alle sieben Geschäftsfelder, die ich dargestellt habe, haben alle eine eigene Mission. Das heißt, unser Unternehmen hat nicht eine Mission, sondern acht Missionen, eine Unternehmensmission und sieben Bereichsmissionen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Warum das so ist, werde ich gleich noch erzählen. Inhaltlich beschäftigen wir uns mit Kulturwandelprojekten in dem Thema Culture Change Management. Wir beschäftigen uns mit Organisationsentwicklung und mit den Führungskräften. Wir trainieren und coachen Führungskräfte und haben dazu einen sehr ordentlichen Werkzeugkasten. Den hatten wir vor einer Woche auf dem Webinar mal ansatzweise vorgestellt. Ja, und nun bin ich schon an dem Punkt, wo der Claudio Felten sich vorstellt und ich übergebe vertrauensvoll an Claudio. Ja, lieber Uwe, vielen Dank. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, Claudio Felten. Ja, wer bin ich? Ich bin 43 Jahre, habe drei Kinder und hatte ein paar esoterische Hobbys. Also ich war Reiseleiter, Rennfahrer, Musiker. Alles davon konnte ich zwar einigermaßen okay, aber nichts, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Einzige, was ich sonst noch konnte, war Mathematik. Deswegen habe ich irgendwann mal VWL in Bonn studiert, wollte eigentlich Professor werden. Bin dann aber dem netten Herrn, den Sie rechts oben sehen, Hermann Simon, über den Weg gelaufen. Der hat mich überzeugt, auch in seine relativ frisch gegründete Strategie- und Marketingberatung Simon Kucher & Partners zu kommen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Irgendwann wollte ich zurück zu meinem Lieblingsthema Kunde und bin dann zu einem Unternehmen gekommen, das man in Münster vielleicht auch noch kennt, in der Umgebung, nämlich B&W, was damals Deutschlands größter inhabergeführter Callcenter-Dienstleister war. Was die wenigsten aber wussten, war, dass es da auch eine Beratung gab. Und ich habe mir dann die letzten 12 Jahre zur Aufgabe gemacht, daraus Deutschlands größte Kundenmanagementberatung zu machen. Das habe ich auch bis zum April gemacht, bin gerade in einer Art Auszeit. Aber als der Uwe gesagt hat, boah, ich will ein Webinar zum Thema Leitbild machen und wir uns schon seit Jahren zu den Themen intensiv austauschen und da auch, glaube ich, sehr ähnliche Denkwelten haben, habe ich gesagt, boah, da mache ich total gerne mit. Und wenn ich das nicht mache und ich gerade eine Auszeit mache, in der ich mir überlege, wo mich die Zukunft so hintreibt, dann habe ich noch ein paar Lehraufträge in Osnabrück und an der Uni Münster zum Thema Strategie und zum meinem Lieblingsthema Kunde. Das soll es zu mir aber auch schon gewesen sein. Fragen gerne im Nachgang. Uwe. Ja, jetzt stimmt. Eins sollte ich vielleicht noch erwähnen. Also, wenn mich einer fragen würde, warum ich morgens aufstehe und das tue, was ich tue, dann würde ich mich als Customomiker bezeichnen. Das heißt, meine Idee ist eigentlich, das Thema Mensch und Unternehmen, vor allen Dingen auch das Thema Kunde und Unternehmen, so zusammenzubringen, dass alle Beteiligten Spaß und höchstmöglichen Erfolg dabei haben. So, aber jetzt damit genug zu mir und zurück zum Thema, Uwe. Warum beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Leitbild aktuell so intensiv? Genau deshalb, weil das Thema Komplexität
rasant ansteigt, die Vernetzung steigt, die technischen Möglichkeiten steigen, die Anforderungen der Menschen steigen, die Welt wird zunehmend komplex und in einer komplexen Welt ist nach meiner Einschätzung bekommt das Leitbild, und das Wort Leitbild benutze ich jetzt mal als Allgemeinbegriff, da gibt es auch viel schönere Worte, die nicht so angestaubt sind, wie Kompass, Nordstern, was auch immer, aber ich benutze trotzdem den Begriff Leitbild, weil er inhaltlich das am besten trifft, obwohl es ein bisschen also mal ausgelutscht ist, das Wort. Wie gesagt, wir müssen uns in der Komplexität zurechtfinden und vielleicht, wenn ich jetzt den Begriff Kompass mal nehme, dann hilft gerade in einer Welt, wo rechts und links alles chaotisch ist, ein Kompass ganz gut, um zumindest die Richtung zu haben, wenn ich auch schon nicht genau den Weg sehen kann. So, wenn man sich mit dem Thema Komplexität beschäftigt, jetzt muss ich eben wieder meine, so, dann kommt man unweigerlich auch an einer ganzen Reihe, an einer ganzen Batterie von Literatur vorbei. Und mein Lieblingswerk zum Thema Umgang mit Komplexität ist das Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, wo er ein soziologisches Modell beschreibt, was in einer entsprechenden Umwelt am besten funktioniert. Er sagt, in einer komplexen Welt ist eine Form von Selbstorganisation die beste Antwort. In einer einfachen Welt konnte man mit Macht gut arbeiten, mit Regeln ging das auch ganz gut. In einer sehr stark wettbewerbsgeprägten Welt war auch interner Wettbewerb ein gutes Organisationsmodell. In einer Welt, wo man auf das Wohlergehen der Menschen achtet und man im Umfeld Stabilität hat, da war eine Kooperationskultur wichtig. Aber in einer komplexen Welt reicht das auch nicht mehr. In einer komplexen Welt braucht man eine Selbstorganisationskultur. Wie funktioniert die? Ich habe mich da nicht nur bei Laloux, sondern auch bei vielen anderen bedient und mal versucht herauszufinden, was sind denn die Kerntreiber, die Kernattraktoren einer selbstorganisierten Organisation. Und das sind eigentlich drei Dinge. Auf der einen Seite müssen die Menschen den Sinn der Organisation verstehen und ihn natürlich auch für sich annehmen, sagen, der Sinn der Organisation ist auch mein persönlicher Lebenszweck. Dann ist so etwas wie Vertrauen unglaublich wichtig, dass die Menschen autonom arbeiten dürfen und nicht auf die Entscheidungen der Pyramide angewiesen sind. Und aber es ist auch wichtig, man muss wissen, wie der Spielstand ist, was der eigene Leistungsbeitrag ist, was man überhaupt von der Organisation erwartet, was man dazu beitragen kann, dass es einfach funktioniert. Denn das versteht auch jeder, dass man an der Stelle am Ende Kundennutzen schaffen muss und über den Kundennutzen entsteht dann am Ende auch Gewinn. Das Ganze lässt sich weiter runterbrechen in die Themen Vision, Mission, Werte, Prinzipien, die Autonomie, ich erwähnte eben schon, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, aber auch mit Selbstverbundenheit, Resilienz und Verantwortungsübernahme. Und wenn ich über Leistungsorientierung rede, dann muss der Beitrag erkennen sein. Man braucht ein Controlling, aber Controlling nicht als Kontrolle von oben, sondern als Dienstleistung, damit man selbst sich besser orientieren kann. Man braucht eine weitgehende Transparenz im Unternehmen, das halte ich für sehr wichtig. Und man sollte die eigenen Ziele und die Unternehmensziele in irgendeiner Form miteinander vereinbaren können. Und wenn die zusammenwirken und man diese Wirkung auch spürt, dann ist das so etwas wie Selbstwirksamkeit. So, und in diesem Kontext haben wir dann überlegt, wie kriegen wir denn unseren Kompass, unser Leitbild jetzt nochmal neu organisiert. Und ich erzähle jetzt ein bisschen aus unserer Noventum-Lebenswelt, die sich aber sehr stark mit den Lebenswelten vieler Kunden deckt. Das heißt also, wir haben uns vor einigen Monaten auf die Reise gemacht und haben gesagt, okay, unser Leitbild muss nochmal nachgeschliffen werden. Wir müssen da nochmal klarer werden. Und am Ende ist ein Bild herausgekommen. Das sieht so aus. Das hat mehrere Elemente. Es hat drei große Oberpunkte, ein Why, ein How und ein What. Und Menschen, die schon mal was von Simon Sinek gehört haben, der Golden Circle, wissen ganz genau, das sind die Dinge, die er auch propagiert. Das heißt, wenn Menschen Leistung bringen wollen, und zwar als Gruppe auch an einem Strang ziehen, da müssen alle drei Fragen beantwortet werden. Und das Buch von Simon Sinek heißt Start with Why. Er gibt dem Why die allergrößte Bedeutung. Und das war, was Claudio eben schön sagte, warum stehe ich denn morgens auf? Weil ich Gastronomiker bin. Das heißt, wenn man das schafft, dass das viele Menschen im Unternehmen sagen, ich weiß, warum ich morgens aufstehe, thank God it's Monday, ich darf wieder zur Arbeit gehen, dann ist das Why beantwortet. Und dann sind wir weitergegangen und haben dann die verschiedenen Dinge durchdekliniert. Zum einen bei dem Thema Why haben wir festgestellt, da gibt es eigentlich zwei Typen von Why. Die erste, das bezeichnet man klassisch als Mission. Also wozu gibt es die Organisation? Und da habe ich einfach mal eine Befragung auch mit unseren Mitarbeitern gemacht.
was würde denn fehlen, wenn es uns nicht mehr gäbe? Und da kamen ganz spannende Antworten. Und das war genau, die waren die Antworten auf, wofür braucht uns die Welt? Dann Vision, nach vorne blickend. Wir haben es einfach mal 10 Jahre nach vorne geschaltet, sodass man ein bisschen die Fantasie spielen lassen kann. Wir haben gesagt, okay, wo wollen wir denn im Jahre 2030 sein? Das sind die Bestandteile des Why. Das heißt, warum braucht die Welt uns heute und wo wollen wir denn morgen stehen? Und beides muss hochgradig attraktiv für möglichst viele Mitarbeiter sein. Wenn wir über das How reden, dann gibt es auf der einen Seite einen wunderbaren Wertekanon, der beim Great Place to Work Institut definiert ist. Da wir regelmäßig an diesen Wettbewerben teilnehmen, sind wir mit diesen Werten sehr vertraut. Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist, Stolz. Und da gibt es eben dann auch nochmal 60 Unterpunkte. Das heißt, da werden die Werte wunderbar dekliniert. Und das Schöne ist, sie werden immer wieder reflektiert. Jahr für Jahr überprüft man sich, ob man denn wirklich diese Werte einhält. Und man fragt dann anonym seine Mitarbeiter. Und daraus lernt man so viel, dass man immer sehr schnell so eine Kurskorrektur hat, wenn man feststellt, oh, da gibt es einen Wert, da fliegen wir jetzt aus der Kurve, dann kann man sich sehr schnell wieder einholen. Und was ich auch sehr wichtig finde, wenn ich über das How rede, mit welchem Organisationsbild gehe ich denn in die Welt? Ich sagte eben schon mal, die Pyramide ist für die heutige Zeit nicht mehr so gut geeignet, um schnell Entscheidungen zu treffen. Pyramide war in der Industriekultur wunderbar. Da wurde sehr durchstrukturiert, wie man etwas macht und dann wurde das quasi immer wiederholbar gemacht und da war eine Pyramide ein perfektes Organisationsmodell. Jetzt in dieser Welt brauchen wir ein ganz anderes Bild, das heißt also die Entscheider, die früher oben waren, die Entscheider. Deshalb sage ich, ich brauche eigentlich keine Chief Executive Officers mehr, sondern ich brauche Chief Empowerment Officers. Das heißt, die wirklich von innen heraus den Sinn der Organisation erklären, entwickeln, dafür sorgen, dass das allen transparent ist. Und die Außenbereiche, deshalb das Bild des Pfirsichs, die Außenbereiche sind diejenigen, die direkt mit dem Kunden in Interaktion treten, die direkt Wertschöpfung betreiben, um die maximal zu befähigen und natürlich denen die Verantwortung zu geben und dann natürlich auch Verantwortung heißt Entscheidung, denen auch die Entscheidungskompetenz zu geben. What? Ich finde, es gehört auch zu einem Leitbild dazu, dass klar ist, wofür steht das Unternehmen auch quantitativ. Wie groß ist es, welche Kunden hat sie, welche Branchenspezialisierung. Das muss auch allen klar sein, was das Unternehmen auch inhaltlich ausmacht. Das heißt, die Produkte, die Dienstleistungen sollten klar sein. Und am Ende finde ich sehr spannend, wenn man das Ganze dann zusammenspielt in einem Management-System, in einem Steuerungssystem, dann finde ich besonders cool, wenn man sich mit Objectives and Key Results auseinandersetzt, weil die schaffen es tatsächlich, die Verbindung von Mission und Vision zu den Hard Facts, zu den Key Performance Indicators. Das heißt, diese Verbindung, KPIs immer wieder in Verbindung mit dem Why zu bringen, schafft dann eine besondere Dynamik. Dann weiß man auch, warum man x Vertriebstermine pro Woche braucht, warum man Y-Deckungsbeitrag braucht. Dann versteht man die Verbindung und dann ist eben auch wieder mehr Verbundenheit da. Ja, das erwähnte ich. Start with Why ist der gute Simon Sinek, der hat ein schönes Buch darüber geschrieben. Nicht über das Leitbild, sondern warum das Why so unglaublich wichtig ist. In diesem Bild sieht man noch etwas, was bei uns sehr hilfreich ist oder sehr wichtig ist. Selbstorganisation heißt ja auch eine dezentrale Organisation. Von daher ist das, was auf Unternehmensweiterebene passiert, ja nur also mal die Zusammenfassung, ich sage manchmal auch wie eine Art Holding ist das, dieses Systems. Da muss also mal Orientierung geschaffen werden. Aber ich brauche auch in jedem Geschäftsbereich eine Orientierung. Ich sagte eben, jedes Geschäftsbereich hat bei uns eine eigene Mission. Es gibt auch, jeder Geschäftsbereich hat eigene OKRs, jeder Geschäftsbereich hat eine eigene Leistungsdefinition, weil da entsteht die Dynamik. Und dann bin ich eben als Zentralverantwortlicher dafür verantwortlich, die Dinge so zusammenzuspielen, dass dann ein gemeinsames Bild daraus wird. Ich möchte gerne, weil ich eben sagte, das ist für mich immer der Schlussstein, das Wichtige, um das Thema die Emotionalität mit den Key Performance Indicators zusammenzubekommen, möchte ich eben mal die OKRs, die Objectives and Key Results, kurz erläutern. Wobei geht es bei Objectives and Key Results? Eine sehr große Klarheit darüber, wo man hin will. Also gerade insbesondere nicht, was mache ich heute, sondern wo wollen wir morgen hin, wo ist die Dynamik, wo sind auch die missionskritischen Dinge. Dann, na klar, die Key Results, einige wenige Messpunkte festlegen. Und das Spannende daran ist, im Gegensatz zu einer Balanced Scorecard, wo man ja auch im Prinzip immer die Idee hatte, man hat ein Ziel und man hat Messpunkte, um festzustellen, ob man dem Ziel näher kommt,
Die Banner Scorecard ist sehr, die Objectives and Key Results ist eben sehr fokussiert. Wie in der agilen Welt, findet man übrigens auch viele agile Prinzipien wieder, geht es dabei um Fokus. Man konzentriert sich nur auf ganz wenige Objectives und nur auf ganz wenige Key Results. Und die meisten Unternehmen kommen auch damit aus, das auf zwei Ebenen zu tun. Einerseits auf Gesamtunternehmensebene und dann auf Teamebene. Größere Unternehmen leisten sich vielleicht noch die eine oder andere Zwischenebene, aber für mittelständische Unternehmen, finde ich, reichen zwei Ebenen völlig aus, wo man sagt, was wollen wir wirklich in den Fokus nehmen. Dann das Thema Partizipation. Die werden nicht verordnet, die OKRs, sondern sie werden mit dem Team vereinbart. Damit werden sie auch, kommen sie auf die eigene Agenda aller Menschen. Wir brauchen hochgradig Transparenz, das heißt also Information Hiding ist in der Welt überhaupt gar nicht möglich. Und man hat sehr kurz getaktete und dynamische Bewertungen. Das heißt, wie in der agilen Welt, man synchronisiert sich häufig in Form von Stand-ups und man schreibt die Ziele auch häufiger im Jahr mal um, wenn man feststellt, dass die Welt hat sich so geändert, dieses Ziel, dieses Objective oder diese Key Result macht keinen Sinn mehr. Fokus nicht mehr als 7 Objekte pro Team. Auf das Wesentliche fokussieren und natürlich auch sagen wir mal, in Sprints denken, worauf wollen wir uns denn gerade im nächsten Zyklus fokussieren. Partizipation, regelmäßige Check-ins, hohe Kommunikation und alle müssen erkennen, welchen Beitrag sie zum Gesamterfolg liefern. Und wichtig, alle können idealerweise alles einsehen und man kann auch dann besser verstehen, wie das Gesamtwerk zusammen funktioniert. Und natürlich die Bewertung, die ich eben schon erwähnte. Ein Beispiel mal, ein Objective muss immer emotional formuliert sein, idealerweise mit interessanten, attraktiven Adjektiven und es sollten da keine Zahlen, Daten, Fakten, das so kommt ja in den Key Results. Also ne, aktuell, wir bewältigen die Corona-Zeit gemeinsam als bärenstarkes Team. Das ist ein Objective, wo man sagen kann, ey, ja, da haben wir wirklich Bock drauf, das klingt gut. Dann die Key Results, alle Mitarbeiter sind technisch befähigt. Wir nutzen die interne Kommunikation mit dem und dem Werkzeug. Wir machen wöchentliche Pulschecks und haben eine Zufriedenheit von 85%. Wir kümmern uns alle einmal am Tag, machen wir ein Daily Stand-up. Wir führen alle 14 Tage eine Retrospektive durch. So, und genau wie in der agilen Welt, wie in den Reviews, Retros und Plannings und Daily Stand-ups, gibt es einen ähnlichen Zyklus in der OKR-Welt auch. Und ich empfehle durchaus, das miteinander zu verbinden. Das praktizieren wir auch in vielen Bereichen, dass wir in unseren regelmäßigen agilen Events, wo wir die gesamte Unternehmensorganisation über ein Kanban-Board schieben, da ist OKR ein Teil. Das heißt, man kann das wunderbar in das agile Management des Unternehmens mit integrieren. Die Planung, die Check-ins, die Reviews, also von daher auch sehr, sehr ähnliche Begriffe, die man übernehmen kann. So, dieses ganze Zusammenspiel von dem Bereich Sinn, Leistung und Autonomie ist dann der Kompass, den man braucht. Und der hilft dann sehr stark dabei, sag mal, in einer Welt, in der man zwangsläufig auf Sicht fahren muss, weil die Welt sich so unübersichtlich ist und so schnell ändert, wirklich einen Kompass zu haben, damit man zumindest in eine definierte Richtung auf Sicht fährt. Und an dieser Stelle übergebe ich jetzt an den Claudio. Der Claudio bedankt sich. Vielen Dank, Uwe, für diesen sehr, sehr komprimierten und intensiven Durchgang durch eure Welt und das, was du in den letzten Jahren erkannt hast. Und ich erzähle jetzt ein bisschen was zu meiner Erfahrungswelt, die sich sehr stark mit Uwe deckt und wie wir letztendlich auch zu ganz ähnlichen Interpretationen gekommen sind und vielleicht auch, wie man das im Unternehmen dann auch mal problemlos anwenden kann. Also generell trifft man in dieser Welt ja auf ganz viele Begrifflichkeiten. Ne? Du hast selber schon gesagt, Uwe, Kompass, Nordstern, Strategie, Leitbild, Kultur. Und die Frage ist natürlich, wenn ich mich damit beschäftige, was brauche ich davon denn eigentlich wie? Und wir sind immer zwei Geschichten, ganz stark in Erinnerungen. Auf einem großen Projekt bei einem Telekommunikationsanbieter kam der Vorstand, der für Strategie verantwortlich ist, quasi jeden Montag bei uns ins Projektbüro und fragte, Herr Felden, sagen wir mal, was ist eigentlich Strategie? Also sehr oft haben wir da sehr, sehr viele nebulöse Begriffe in der Welt rumfliegen und wir stellen auch in der Praxis fest, dass wir so drei Arten von Unternehmen treffen.
Die erste Art ist die, die quasi so, wie jetzt das Uwe vorgestellt hat, schon ein konsistentes, umfassendes Leitbild zum Beispiel hat. Wir treffen aber auch ganz, ganz viele Unternehmen, die viele Teile haben, die aber isoliert im Unternehmen herumschwirren und auch nicht so recht sortiert und transparent sind. Und die dritte Form von Unternehmen ist, die eigentlich noch sehr relativ wenig zu diesen Themen haben, weil sie in der Historie aufgrund toller Produkte und der Rahmenbedingungen extrem erfolgreich gewachsen sind. Aber vielleicht irgendwann dann mal an einen Punkt kommen, in dem man mal überlegen muss, ob man das Ganze nicht mal ein bisschen systematischer noch aufsetzt. Naja, und nach der letzten Krise, also nicht der Corona-Krise, sondern der Finanzkrise und einigen Aufräumarbeiten, haben wir uns auch mal extrem mit dem Thema Strategie beschäftigt und haben überlegt, okay, Leitbild, Strategie, was man so alles braucht. Ihr seid mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell, jedenfalls was die Bilder hier, die ich sehe, angeht. Und das Thema, was wir gesehen haben, ist, dass in der heutigen Welt, in der wir arbeitsteilig unterwegs sind, dass wir extrem viele Menschen haben, hier mal als Späne dargestellt, die letztendlich autonom agieren, ob das Mitarbeiter, Lieferanten oder auch Vertriebsnetzwerke sind, die man aber ja eigentlich irgendwie zusammenführen muss. Man braucht also so eine Art Kompass, der diesen einzelnen Entscheidungen die gleiche Richtung gibt, sodass alles auch letztendlich die gemeinsamen Ziele einführen. Und damals haben wir mit knapp 100 Unternehmen gesprochen und haben die auch mal ein bisschen nach Erfolgsfaktoren analysiert und sind darauf gekommen, dass eigentlich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, also langfristig erfolgreiche Unternehmen, egal wie man es nennt, immer einen Satz von strategischen Aussagen haben. Die einen nennen es Leitbild, die anderen Kompass, aber die haben immer ein Set von strategischen Aussagen, die den Menschen in der Organisation und um die Organisation drumherum Orientierung geben. Und interessanterweise, wir haben das da mal zusammengefasst für uns, um zu überlegen, ja, wie geht man da als Unternehmen dran, selber, aber auch für andere Unternehmen, sieht man da sehr, sehr ähnliche Elemente und die sich auch mit dem decken, was der Uwe vorhin dargestellt hat. Und das ist mal so ein Versuch, das Ganze mal auf eine Leinwand oder auf eine Seite zu bringen, weil am Ende können sie auch keine Handbücher schreiben. Die Menschen lernen keine Handbücher auswendig, sondern die brauchen das plakativ und kurz. Und wir haben halt festgestellt, dass ganz wesentlich natürlich die Vision in der Mitte steht und das ist sehr, sehr oft unterschätzt in Unternehmen. Und meine Lieblingsvision ist die von Kennedy. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, dass diese Nation innerhalb der nächsten 10 Jahre einen Menschen auf den Mond und gesund wieder zurückbringt. Und das war nicht nur eine tolle Rede und ein toller Spruch, sondern er hat an diese Vision ganz, ganz viele unpopuläre Maßnahmen geknüpft, wie Steuererhöhungen, wie Umstrukturierungen in Wirtschaft und Wissenschaft. Und die Amerikaner, die sonst doch sehr auf die Eigenständigkeit doch bedacht sind, haben aber alle ohne zu murren mitgespielt, weil sie sich alle dieser Vision letztendlich verschrieben hatten. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man eine starke Vision hat. Und Uwe hat schon gesagt, man braucht sowas wie eine Mission, was man eigentlich auf dieser Welt bewirken will. Aber Achtung, man braucht auch eine Mission in der Regel, was man für die Menschen bewirken will, vor allen Dingen in der Organisation. Pusten tut das Ganze und damals gab es den Begriff Purpose noch nicht so und da waren wir nicht so vorherrschend, sondern damals haben wir das Credo genannt. Das heißt, ich brauche wirklich diesen Grund, warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Was ergibt das eigentlich für einen Sinn? Warum kann ich da jeden Tag Energie reinstecken und tue das? Naja, und dann gibt es das ganze Thema Spirit, das heißt oftmals auch mit Kultur bezeichnen, wobei Sie müssen eins wissen, alles, was Sie an Leitplanken geben in diesem Bild, ist kulturgebend. Insofern zeigt der Spirit eher, mit welcher Geisteshaltung Sie die Sachen machen. Was extrem wichtig ist, wozu Sie auch noch Klarheit geben müssen, und das erzähle ich auch all meinen Studenten, wenn ich sage, wenn ihr im Bewerbungsgespräch sitzt, fragt die Unternehmen nach ihrer Strategie. Und wenn die Kollegen das nicht in 5 Sätzen sagen können, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr bei dem Unternehmen arbeiten wollt, weil dann anscheinend nicht transparent klar ist, wo das Unternehmen hin will und wie es das schaffen will. Und deswegen braucht man natürlich neben diesen 5 Dingen eine Klarheit über das Geschäftsmodell, heute auch auf dem Business Model Canvas gemacht.
das Betriebssystem, das ist das Wort gewesen für die Organisationsstruktur, die das Ganze umsetzen soll, und ein Steuerungssystem. Bei Uwe war das zum Beispiel eben OKR. Und das muss ganz klar sein, wie letztendlich das ganze Unternehmen funktionieren soll und wie die Menschen zusammenarbeiten wollen. Sehr, sehr hilfreich ist auch, wenn man dem Ganzen noch so die Ausrichtung gibt, also wo operiert man, was ist so der Plan für die nächsten Jahre, will man internationalisieren oder nicht zum Beispiel, will man neue Standorte aufmachen, ja, nein, also was ist so ein bisschen der Rahmen für die nächsten Jahre und die sogenannten Untouchables. Gebe ich mal ein Beispiel, als Softwarehersteller könnten Sie zum Beispiel überlegen, dass Sie sagen, wir machen keine Produkte, sondern wir machen nur Individualsoftware. Das wäre so ein Untouchable, also irgendwas, was unanrührbar ist und für alle gilt. Und das gibt halt alles extrem viel Orientierung, erstmal für die Organisation, aber eben auch nach draußen, weil das Ganze muss natürlich gipfeln in sowas wie einem Claim, ne, sowas wie Freude am Fahren. Extrem spannender Claim, weil er sowohl eine Emotionalität als auch den Inhalt des Unternehmens transportiert. Und Sie müssen natürlich klar dem Markt sagen, dass es nichts Neues ist, das gehört aber auch trotzdem immer noch zu dem Bild, was für ein Leistungsversprechen wir eigentlich haben. Und dann müssen Sie das Ganze transparent umsetzen und überführen, zum Beispiel in OKR, aber es gibt auch andere Systeme, in wirklich messbare Ziele, also Stoßrichtungen, Ziele. Wie wollen Sie das erreichen, über welche Wege und was sind eigentlich die konkreten Maßnahmen in einem kleineren Zeitraum, wie zum Beispiel ein Jahr oder ein Quartal, je nachdem, was für ein Steuerungssystem Sie haben. Und damit das Ganze mal ein bisschen anfassbar ist, ich habe Ihnen eins mitgebracht, ein Beispiel, Sie können sich auch andere Unternehmen angucken, die Beispiele von Kunden kann die leider nicht bringen, Sie würden wahrscheinlich auch nicht wollen, dass man im Webinar Ihre Strategie offenlegt bis in die letzte Schraube, deswegen haben wir mal unsere eigene mitgebracht. Sie sehen, wir haben das als Raketenbild umgesetzt und natürlich nicht als stupiden Canvas. Unsere Vision, und das hat wirklich die Menschen beseelt, war, als kleines gallisches Dorf haben wir gesagt, was wollen wir sein? Ja, wir wollen genauso professionell sein wie die Top 5 Managementberatung, aber wir wollen einen anderen Spirit. Und als es noch nicht MuGroup hieß, sondern noch B&B Consulting, haben wir überlegt, naja, wir wollen das Lebensgefühl von Nike. Und ohne das Lebensgefühl von Nike zu beschreiben, hat jeder verstanden, was gemeint ist. Das ist nämlich irgendwie anders vom Look and Feel für die Kunden, aber auch für die Menschen in der Organisation als so eine klassische Managementberatung. Und das, den Rest haben wir entsprechend auch ausgefüllt. Das können Sie gerne in Ruhe mal ansehen. Da gehe ich nicht im Einzelnen drauf ein. Um aber das transparent zu machen, und das hängt an der Wand. Aber Achtung, an der Wand hängen reicht alleine nicht, sondern Sie müssen das jeden Tag vorleben. Und zwar in der gesamten Organisation. Und damit das für die Leute auch klar ist, in welche Richtung es gehen soll, muss man genauso, wie das Uwe beschrieben hat, eben auch die Umsetzung klarlegen. Also das zweite Plakat, was immer an der Wand hing, war am Ende, was sind eigentlich wirklich die Hauptstoßrichtungen, also hier als Objectives beschrieben, die uns erfolgreich machen. Ja? Wie messen wir das eigentlich, damit wir auch wissen, ob wir on track sind, beziehungsweise wo wir überhaupt hinwollen. Und was sind eigentlich unsere Hauptarbeitspakete, um das zu schaffen? Und welche konkreten Maßnahmen werden in den Teams eigentlich angestrebt für einen bestimmten Zeitraum mit ganz genauer Konkretisierung am Ende, um das zu erreichen? Und die werden aber genau wie Uwe das beschrieben hat, nicht als starrer Kanon für 10 Jahre festgeschrieben, sondern die werden halt permanent diskutiert, überprüft in Stand-ups, um das zum Leben zu bringen. Und anders als die berühmten 10 Leitsätze, die Sie in ganz vielen Unternehmen an der Wand finden, auf denen eigentlich austauschbar das Gleiche steht, ist das ein ganz klarer Orientierungsrahmen. Und den müssen Sie die Menschen geben, damit die, selbst wenn die um 3 Uhr nachts aufwachen und gefragt werden, bei jeder Entscheidung, die sie treffen, bei allem, was sie tun, letztendlich wissen, wo die gesamte Reise hingeht. Zum Abschluss von meiner Seite, bevor wir dann in die Schlusssequenz gehen, wir hätten nie vergessen, dass wir im Unternehmen mal eine Strategie entwickelt haben und das war auch natürlich anstrengende Arbeit. Und dann kamen aber die Leute, als sie fertig waren, haben sie alle auf die Schultern geklopft und haben gesagt, ja, wow, und so geht's in die Zukunft und super und jetzt sind wir ja fertig. Und ich dann leider sagen musste, dass wir jetzt gerade erst 10% geschafft haben. Weil wir können noch so viel formulieren. Die Umsetzung sind 90% davon. Und das hat nicht nur ein ehemaliger Vorstand vom Bankers Trust mal festgestellt, sondern das ist wirklich die gelebte Praxis. Eine formulierte Strategie, die nicht durchgängig kommuniziert ist und nicht durchgängig gelebt wird. Und das ist mindestens so viel Arbeit
und eigentlich neunmal mehr als das Formulieren einer guten Strategie. Und wir wollen ja alle hier rechts oben hin, nämlich eine tolle Strategie oder ein tolles Leitbild eben auch optimal umgesetzt. Es gibt auch noch drei andere Felder, aber ganz ehrlich, in denen will man eigentlich nicht landen. Okay? Ja, Uwe, das war es im Schweinsgalopp. Vielleicht noch zur Überleitung an den letzten Schluss eine persönliche Anmerkung. Ich habe eben manchmal das Gefühl, dass die Unternehmen gerne an Symptomen arbeiten und Veränderungen immer nur sehr, ich sag mal, punktuell vornehmen. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, und du hast eins, ich sag mal so, en passant mit auf den Weg gegeben, die Pyramide funktioniert nicht mehr. Und das glaube ich auch ganz, ganz fest, dass wir große Veränderungen brauchen. Pfirsichmodelle oder ähnliche Modelle, aber schon große strukturelle und kulturelle Veränderungen. Und deswegen glaube ich, dass Zeit für einen Mutausbruch ist, dass wir den Mut aufbringen, wirklich mal Dinge in Frage zu stellen und Dinge wirklich mal fundamental anders zu machen. Weil mit ein bisschen hier links und ein bisschen hier rechts wird man den Herausforderungen wie in aktuellen Krisen, aber auch in der sich dynamisch verändernden Umwelt und den Anforderungen der Menschen einfach auch nie mehr begegnen können. So, Uwe, das war es im Schweinsgalopp, vielleicht mal durch einen Case von uns. Du würdest bestimmt gerne mal was zu Do's and Don'ts sagen. Ganz genau. Das steht jetzt auf meiner Agenda. Danke, Claudio. Faszinierend, wie ähnlich doch unsere Haltung sind, wobei dann die Umsetzung ist dann hochgradig individuell. So muss es ja auch sein. Aber dass wir so mal zu den gleichen Schlüssen kommen, was man tun muss, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, finde ich schon klasse. Und erfolgreich, und das finde ich eben immer so cool, am Markt erfolgreich, das heißt Wachstum, Gewinne, Kundenzufriedenheit und alles, aber gleichermaßen für die Mitarbeiter cool. Das heißt also, es geht ja nicht darum, dass Mitarbeiter möglichst wenig leisten wollen, möglichst wenig tun für möglichst viel Geld, sondern jeder will ja was erschaffen. Der Mensch ist ja kreativ. Und dass diese Kreativität auch sich richtig entfalten kann und auch in entsprechende Bahnen gelenkt wird, dass es allen nützt, ist eine coole Geschichte. Und wenn man das gut organisiert, und das ist eben die Kernaufgabe des Chief Empowerment Office, sich darum zu kümmern, dass es funktioniert, nicht das anzuweisen, nicht die Strategie alleine zu schreiben, aber dass dieser Prozess läuft, ist unglaublich wichtig. Von daher ist diese Rolle noch wichtiger geworden, aber sie ist eben ganz anders. Ja, Uwe, wenn ich darf, ganz kurz, ich finde das toll, dass du das sagst und ich überlege gerade, ob Customnomics überhaupt noch ein guter Begriff ist und ob man das nicht Humanomics nennen sollte, wobei das ein bisschen sperriger klingt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass die Menschen, wir machen das für Menschen, ja, drinnen wie draußen, das ist kein Selbstzweck. Und ja, insofern kann ich das auch nur unterstreichen. Ja. Ja, prima. Ich komme zu den Do's and Don'ts. Also auch Dinge, jetzt werdet ihr einige Dinge wiederfinden, die wir schon mal gesagt haben, aber wir haben sie nochmal auf den Punkt gebracht. Also, das ist das, was Claudia mit den 10% und 90% sagte. Das heißt also, etwas zu bauen ist schon gut. Also wenn man es partizipativ baut, ist das noch besser. Ich kenne viele Unternehmen, auch große Unternehmen, die haben wirklich ein, zwei Jahre lang auch moderiert von Profis damit verbracht, alles einzusammeln, jeden Mitarbeiter zu befragen, daraus das zu verdichten. Am Ende kommen naturgemäß verdichtete Sätze raus, wo man sagt, oh ja, da steht Vertrauen drin und da steht dann Verbundenheit und Kundenorientierung. Das muss ja da alles drinstehen und dann ist schon mal der Platz für dieses kurze Statement dann weg, dann hat man ein austauschbares. Aber der Vorteil ist schon mal, alle haben mal drüber geredet, es ist partizipativ entwickelt und man hat am Ende dann seine 8 oder 10 Sätze, wo man jeweils ein schönes, wirkungsvolles Plakat macht. Das ist dann 10% der Leitbildarbeit, der Kommunikationsarbeit, wofür das Unternehmen da ist. Und ich vergleiche das immer gerne so mit einer Sanduhr. Das heißt, oben ist es breit. Das heißt, ich sammle ganz breit ganz viele Informationen, um dann auf den Punkt zu kommen, auf eine kleine Verdichtung. Und das muss es ja auch sein, damit man das auch sehr einfach kommunizieren kann und emotional kommunizieren kann. Und wenn man das dann noch schafft, einen Spruch zu bringen, der nicht so austauschbar ist, dann ist das natürlich noch cooler. Aber trotzdem, dann fängt das an, dann geht das der Prozess wieder auseinander in die Breite und da muss ich multikanal kommunizieren. Ich muss da mit Filmchen, mit individuellen Bilderchen, mit Home Stories, ich muss also die ganze Klaviatur der Kommunikation ausfahren, damit es immer wieder verbreitet wird, authentisch verbreitet wird, sich rumspricht, viral hätte ich schon fast gesagt, verbreitet. Und
Ich muss natürlich dann auch das immer wieder, sagen wir, dass eine Signifikanz bekommt, in die Controlling-Systeme einbauen. Das heißt, es darf nicht nur ein nettes Bildchen, ein schöner Spruch sein, sondern das muss was zu tun haben mit dem Kerngeschäft. Also ganz wichtig, partizipative Arbeiten, super, verdichten, super, aber dann fängt der Spaß erst richtig an. Punkt 2, konzentriert euch auf eine perfekte Marketingumsetzung durch Artefakte, hatten wir schon mal gesagt. Solche Bilder werden immer gern genommen, dein Spruch, wir haben Leidenschaft, ne, Vertrauen ist der Anfang von allem, Positive Impact, ich sage jetzt nicht, von wem es ist, aber es sind alles Dinge, die ich sehe bei unseren Kunden, da hängen tolle Bilder an der Wand. Manchmal kennen die Menschen die Bilder gar nicht mehr, weil sie so abgestumpft sind, weil das nichts mit ihnen zu tun hat. Also das habe ich durchaus auch bei großen Finanzinstituten gesehen, dass die reden permanent darüber, wie sie mit der Zinspolitik der EZB umgehen wollen. Und das, was an den Wänden an Gemeinschaft steht und an Innovation, das ist denen gar nicht bekannt, das ist gar nicht im Bewusstsein. Das heißt, so tolle Bilder, macht nichts, wenn man sie hat, ist ganz gut, aber sind absolut nebensächlich, die Authentizität ist wichtig. Womit wir beim grünen Bereich sind, seid authentisch, also nehmt Bilder, Filmchen aus dem wahren Leben. Ich merke das auch, wenn wir in unseren Facebook-Sachen unterwegs sind, das heißt also, sagen wir, Stockfotos oder gekaufte Bilder oder sagen wir, unpersönliche Bilder kriegen doch eine mittlere dieser Geist, und ich rede jetzt nicht nur die Kommunikation zum Kunden, sondern auch intern, solche Bilder zeigen dann eben, da arbeiten Leute gemeinsam und das macht Spaß. Das ist übrigens auch in einer unserer Broschüren dann abgebildet. Dann hatten wir das ja auch gesagt, Transparenz, absolut wichtig. Hier nochmal das Bild, was Claudio hatte. Das geht sogar so weit, dass manche Organisationen auch eine 100%ige Kostentransparenz haben, inklusive der Gehaltskosten. Das ist ja in Deutschland noch absolutes Tabu. Das ist der ein guter Geschäftsfreund von mir, der Sven Franke, hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt New Pay. Das heißt, wie schafft man in einer agilen, transparenten Welt, und Agilität heißt ja auch Transparenz. Wenn man agil entscheiden will, dann muss man ja auch wissen, was man damit anrichtet. Also muss man den Kontext kennen, man muss den Spielstand kennen. Und am Ende müsste man auch genau wissen, wie hoch die Personalkosten sind und was möglicherweise jeder Einzelne für einen Kostenblock mitbringt. Das ist allerdings bisher in wenigen Organisationen durchdekliniert. Wenn man das zu Ende denkt, kommt man dahin. Man kann aber auch Strategieumsetzung machen ohne Gehaltstransparenz. Das geht auch in vielen Unternehmen. Ja, macht es konsistent. Da auch nochmal der Hinweis, das hatte Claudio auch eben gesagt, diese nicht nur eine lose Blattsammlung zu haben von verschiedenen Einzelthemen, sondern dass man wirklich das Thema Strategie, Leitbild so zusammendenkt, dass das alles in sich stimmig ist und dass man das den Mitarbeitern gut vermitteln kann. Und was ich immer gerne mache, ich nehme mir einmal im Quartal einen ganzen Tag Zeit und erzähle den Neuen im Rahmen des Onboarding genau das, was wir hier tun. Das heißt, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun, was wir genau tun, mit Quiz und allem drum und dran. Und ich stelle fest, gerade die jungen neuen Menschen sind da super, super neugierig darauf, die Zusammenhänge zu verstehen und dann sagen, okay, meine Rolle in diesem ganzen Konstrukt ist das und da gebe ich jetzt mein Bestes. Und dann sind sie einfach, dann sind sie mit im System und arbeiten mit Freude daran, das System erfolgreich zu machen, weil sie selbst auch eine Befriedigung darin verspüren. Noch ein Tipp, seid mutig, Zukunft wird aus Mut gemacht. Hier habe ich mal ein Stockfoto verwandt mit einem kleinen Augenzwinkern. Ein auch sehr geschätzter Geschäftsfreund von mir, der Carsten Fuchs, hat das Buch geschrieben, Zukunftsmut, mit dem Spruch, Zukunft wird aus Mut gemacht. Und der hat, nutzt die Methode, dass er sagt, denkt bitte zuerst an das Heute. Wofür steht ihr heute? Was könnt ihr richtig gut? Denkt dann an das Übermorgen. Ne? Also denkt nach 10 Jahren. Das heißt, da muss die Machbarkeit noch gar nicht verifiziert sein. Da geht es nicht darum, wie sieht die Migration hin, sondern ne, ich möchte übermorgen auf dem Mond sein. Also ich möchte in 10 Jahren da und da sein. Da darf man träumen und muss man träumen. Und denkt dann erst an das Morgen. Überlegt euch dann den Weg dahin, aber überlegt erstmal, wo ihr sein wollt. Und da durchaus 5 bis 10 Jahre nach vorne zu schauen, ist da ganz hilfreich. Ja, und immer schön an das Why denken. Und das ist schon ein bisschen, gerade wenn man im Beratungsumfeld ist, das Why ist ja, weil die Kunden irgendeine Aufgabe haben, die man als Dienstleister machen muss. Ich weiß doch nicht,
warum ich beauftragt werde. Ich werde einfach nur beauftragt. Und dann zu denken, ja trotzdem, das reicht mir aber nicht. Ne, was machen wir denn so besonders? Wo ist denn der spezielle Spirit? Also gerade in diesen Bereichen, wo man jetzt, wenn man ein neues Medikament entwickelt, dann kann man sagen, das Why ist klar, ich will die Menschheit gesund machen. Wenn ich als Dienstleister tätig bin und in flexiblen Aufträgen arbeite, dann ist es schwieriger, das Why zu finden. Und ich kann euch allen sagen, gebt nicht auf, euer Why zu suchen, redet mit den Leuten. Und eine clevere Frage, ich habe es am Anfang gesagt, ist, was würde denn der Welt fehlen, wenn es unsere Organisation nicht gibt? Und wenn alle sagen, eigentlich nichts, dann wäre das sehr schade. Wenn die sagen, nee, also eigentlich sind wir schon irgendwie besonders. Wir arbeiten mit einem besonderen Optimismus, wir haben eine besondere Methodik, wir sind besonders vertrauenswürdig, warum auch immer, dass man sagt, wenn es uns nicht gäbe, wäre das schon schade. So, und dann ist man schon dran an dem Why. Ja, Claudio, du hast auch ein schönes Bild mitgebracht. Ja, das ist, glaube ich, gerade in unserem Land nochmal ein guter Hinweis. Auf der einen Seite hilft uns unsere Sorgfalt und unsere strukturierte Vorgehensweise und unsere Organisation, sieht man ja auch in der aktuellen Krise, verglichen mit anderen Ländern. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man nicht zu kompliziert wird, auch wenn es komplex ist. Und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Links ist, da haben 3 Monate lang Planer, Architekten im Keller gesessen und haben die Wege dieser neuen Anlage designt und dann natürlich auch bauen lassen. Auf der rechten Seite leider nur abstrakt dargestellt. Eine amerikanische Universität, ist inzwischen mal als Fallstudie übrigens vorhanden, hat einfach Rasen gesät auf dem neuen Campus, hat geguckt, wo die Leute langlaufen und hat da die Wege gemacht. Also ein letzter Rat ist ein bisschen just do it, ne? Oder simply do it. Also, und mach es auch einfach. Mach es nicht zu kompliziert, nimm die Menschen und an die Hand und dann mit den Menschen kann man das gut entwickeln. Und man muss da kein 12-Monats-Projekt draus machen, sondern das ist eigentlich eine Lebensaufgabe und eine permanente Aufgabe. Aber loslaufen ist wichtig und nicht zu lange in den Keller gehen und sinnieren. Ja, prima. Ja, damit sind wir auch nach 42 Minuten, das war unser Plan, 45 Minuten mit unseren Botschaften am Ende. Ich möchte euch alle motivieren, auch fleißig Fragen im Chat zu stellen. Ich weiß nicht, ob schon welche angekommen sind. Das wird mein Produzent mir gerne sagen, gleich sagen. Ich glaube, das Thema kann man sehr kontrovers, sehr vielseitig diskutieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die eine oder andere Anmerkung oder eine oder andere Frage gleich noch reinkommt, auf die Claudio und ich eingehen können. Vorab noch ein paar Kontaktdinge. Rechts ist der Claudio, der sagt, to be announced, das heißt, da kommt noch was. Das ist jetzt, das Rebranding ist gerade im vollen Gange. Bei mir, ich bin da schon ein bisschen etablierter, was das angeht. Wir haben eine sehr gut aufgeräumte Website, auch nicht nur für Noventum, sondern das ist natürlich auch fraktal aufgebaut unter Culture Change Management. Da findet man die verschiedenen Dienstleistungsstandards, die wir machen. Ich schreibe alle 2 Wochen ein bisschen über das Thema Unternehmenskultur, schreibe da, was mir alles so begegnet ist, das teile ich gerne, da könnt ihr mal reinschauen. Und inzwischen haben wir eine sehr ansehnliche Sammlung von YouTube-Videos, weil wir fast wöchentlich ein Webinar zu kulturellen, kollaborativen Themen machen. Da werdet ihr das eine oder andere auch finden. Natürlich am Ende auch das, was wir jetzt hier heute veranstaltet haben. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich nach genau 45 Minuten da, wo wir nach 45 Minuten sein wollten, Claudio. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht und ich frage jetzt mal unseren Produzenten, ob schon Fragen reingekommen sind. Hallo Uwe, leider bis jetzt noch keine Fragen. Ja, dann würde ich nochmal, wir müssen uns jetzt ja keine Fragen ausdenken, wir haben jetzt eine Menge schon erzählt und deshalb würde ich gerne die Teilnehmer noch mal ermutigen, so ein Minütchen bleiben wir hier noch on air, würde ich sagen, damit der ein oder andere Chatfrage noch reinkommen kann. Natürlich auch, wenn die Frage also mal einen Chat sprengt, sind wir natürlich auch per E-Mail oder per Telefon ansprechbar. Das geht natürlich auch. Aber wenn wir spontan was haben, wäre das natürlich auch cool. Na, zückt was, André? Nee, weiterhin keine Fragen. Dann würde ich sagen, dann machen wir den Film auch nicht länger, als er sein muss. Bedanke mich bei allen, die dabei waren. Wünsche eine erfolgreiche Arbeitswoche oder Arbeitszeit jetzt und viel Erfolg beim Bauen des eigenen Leitbildes. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao.